Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Autos mit Style. Ja, es geht heute um ein Auto mit Style und zwar um den Jaguar XF, den ich euch schon mal gezeigt habe. Und ich habe hier eine Kleinigkeit für den Jaguar bestellt und zwar ist das eine LED-Kennzeichenbeleuchtung. Und da zeige ich einmal, wie wir die alte Beleuchtung ausbauen und wie man die neue so einbaut und wie das dann aussieht. Viel Spaß mit dem Video. So, ihr nehmt euch einfach einen Schraubenzieher, so wie ich, und dann könnt ihr den einfach da so reinmachen und dann könnt ihr das auch schon so rausdrücken. Dann habt ihr auch hier die Kennzeichenleuchte. Jetzt müssen wir einmal, ich sag mal, die Beleuchtung von der Lampe entfernen. Dann müssen wir das einmal so drehen und dann kommen wir schon weiter zum nächsten Schritt. So, ihr müsst es einmal sagen. Rausdrehen, da ist sozusagen die Lampe. Einmal ganz easy rausdrehen. Jetzt müssen wir einmal die Lampe, die Glühlampe da rausnehmen und dann kommt da die Beleuchtung sozusagen, da kommt der Strom, das Stromkabel der Beleuchtung rein. So, die kleine Glühlampe raus. Dafür kommt einmal das Kabel rein in sozusagen die Position, wo eigentlich die Glühlampe drin war und dann kommt auch die schöne LED-Leuchte anstatt der alten Lampe rein. So, das ist doch eindeutig, oder? Rechts sieht es viel cooler aus, viel schöner. Links original. Ja, ganz schnell, easy, das Auto verschönert. Und wie ihr gesehen habt, das ging ein paar Minuten. Die Lampen gibt es bei eBay für wenig Geld. Und dann hat man nachts vor allem ein schöneres Auto. Ich habe diese Leuchten auch immer 5 gehabt und habe damit auf jeden Fall gute Erfahrungen gemacht. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, die man auf jeden Fall gerne bei seinem Auto nachrüsten kann. So, für die, die es nochmal sehen wollen, das müsst ihr einfach sozusagen nach oben drehen, wie ihr gerade gesehen habt. Ich konnte das nicht alles hinbekommen und habe sozusagen nur den Schluss vom Drehen für euch einmal kurz gelassen, damit ihr es einmal seht. Ganz easy einmal rausdrehen und dann wie auf der anderen Seite einmal die Glühlampe rausnehmen. Passt da auf, wenn ihr so wie ich gerade das Licht angehabt habt, dass die Glühlampen warm sind. Am besten macht ihr das, wenn die Glühlampen sicher kalt sind, wenn der Wagen ein bisschen stand und nicht geleuchtet hat. Ja, ich baue den Wagen jetzt mal fertig. So, fertig ist der Umbau. So sieht das aus. Ich finde, das sieht gut aus. Und vor allem wird das gut aussehen, wenn wir die Lichter anmachen. Ich mache das mal gleich, mache mal die Heckklappe zu und zeige euch einmal, wie das aussieht, wenn man da die Lampen anmacht. Und ich kann euch auch das gerne einmal zeigen, wie das so beim Dunkeln aussieht. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Der Wagen ist leider schmutzig, aber ich finde, das sieht viel besser aus. Ist viel schöner, vor allem nachts werdet ihr sehen oder abends, dass das richtig gut aussieht. Das sieht besser aus als die originale Beleuchtung, finde ich. Und das passt auch besser, da der Wagen ja LED-Rückleuchten hat. Und dann, finde ich, passt das besser zusammen. Ja, ich finde, wenn ihr Interesse an sowas habt und denkt, machen oder nicht machen, dann macht das gerne nach. Ich finde das eine coole Sache, das sieht richtig schön aus. Und vor allem so bei Autos mit LED-Rückleuchten passt das sehr gut zusammen. Es ist schade, wenn da so Halogenlämpchen leuchten. Was ihr auch machen könnt, ist, ihr könnt auch diese Lampen einfach durch Xenolook-Lampen wechseln. Das geht auch. Dann habt ihr da auch ein schöneres Licht. Aber die LED-Leuchten haben eine stärkere Kraft. Und da habt ihr auch so ein schönes Ergebnis. Ja, das war es auch mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Auch kein Abo. Bei Fragen schreibt sie gerne in die Kommentare. Bleibt gerne dran. Ich zeige euch auch, wie das dann aussieht, wenn es ein bisschen dunkler wird. Und bis zum nächsten Video. So, da steht der Jaguar. Ich schließe ihn mal auf. Wow. Da sehen wir jetzt die Beleuchtung. Richtig schön stark. Ist auf jeden Fall ungewohnt stark jetzt für mich, weil ich jetzt nur die normalen, originalen Beleuchtungen gewohnt bin. Und das sieht doch mal richtig gut aus. Ja, wie findet ihr das so?
Schreibt's gerne in die Kommentare. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Und ich kenne es auch vom Audi. Da sah das auch super aus. Auch so während der Fahrt sieht das Auto ganz cool aus. Und wenn man nach hinten schaut, da hat man da schön ein bisschen Licht. Ja, das war's auch mit dem Video. Lasst gerne ein Like da, auch gerne ein Abo und bis zum nächsten Video.